Ich bin heute schon lange unterwegs, bin heute auch sehr früh aufgestanden und endlich bin ich gleich am Ziel laut Navi. Ach, guck mal. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich kenne mich nicht aus hier, verdammte Scheiße. Ich gucke mir heute nämlich neue Einsatzfahrzeuge an. Ich bin so gespannt. Oh, jetzt nicht geblitzt werden. Nee, das wäre nicht schön, ne? Wenn der Oberbrandmeister jetzt hier sieht, dass ich geblitzt wurde. Wir machen alles ganz, ganz langsam heute. Wir haben ja Zeit und uns drängelt ja niemand, ne? Also wir können eigentlich uns so viel Zeit lassen, denn der nächste Dienst ist morgen erst. Und da sollte ich dann schon dabei sein. Aber heute bin ich erstmal ausgeschlossen von der Feuerwehr. darf man das so sagen? Ausgeschlossen von der Feuerwehr? Also ich habe heute meinen freien Tag, um es mal richtig klarzustellen. So, ja Leute, bevor wir jetzt hier beginnen, ich begrüße euch erstmal, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Hier zu einer neuen Folge vom LS19 mit der wunderschönen Feuerwehrmod. Ich bin gespannt. Ich bin so richtig gespannt. Ich bin die ganze Zeit auf dieser langen, extrem krassen Reise richtig hippelig. Also ich bin richtig so, ich weiß, dass es heute etwas zu sehen gibt. Neue Fahrzeuge und die möchte ich gerne mir anschauen, sofort. Am besten gleich auf der Autobahn. Aber das ging ja nicht. Aber jetzt bin ich eigentlich hier und ich würde sagen, wir machen wirklich mal ganz in Ruhe. Uns hetzt ja niemand, es drängelt niemand. Also würde ich mal sagen, gucken wir uns die erstmal schön an. Was haben wir denn eigentlich hier? Warum zum Teufel bin ich jetzt so weit gefahren aus Amrum hier nach Königsberg, um mir jetzt die Fahrzeuge anzuschauen? So, das hat diesen Grund. Wir haben nämlich einen neuen Hersteller, sage ich mal, einen neuen Feuerwehrhersteller in der Nähe. Und von daher meinte der dann zu uns, hey, wir haben hier Fahrzeuge, wollt ihr die mal bei euch sehen? Also wollt ihr euch die mal anschauen? Und ich habe daraufhin natürlich sofort gesagt, ja, das mache ich, das ist mein Part und das werde ich auf jeden Fall machen. Und daraufhin haben wir einen Termin ausgemacht. Ich bin dann hier hingefahren nach Königsberg und da stehen die Fahrzeuge und genau, das sind drei an der Zahl. Wir haben erstmal hier einen großen VW Crafter, extrem lang das Teil, finde ich richtig cool. Man hat es schon gesehen, Einsatzleitwagen, ne? Also ELW von der Feuerwehr. Genau, so viel erstmal dazu. Dann haben wir hier als nächstes ein MTW-MTF, auch wieder ein VW. Das ist, glaube ich, ein T5 oder T6, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da gucken wir aber gleich nochmal detailliert ins Fahrzeug, damit wir wirklich hier nichts Falsches erzählen. Und zu guter Letzt ein Special-Fahrzeug, ein KLF-L. Also ein KLF Logistik, das ist cool, oder? An alle, die sich darunter jetzt nichts vorstellen können. Ich habe das natürlich hier im Shop. Grüße gehen raus an das 112 Modding Team. Dieses Pack kam raus, nachdem das Modding Team ihre 100 Abonnenten erreicht hat. Also wirklich von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Wir haben hier, wie gesagt, die Fahrzeuge. Einmal ein Volkswagen Crafter 2012 ELW. Volkswagen T5, also ist ein T5. Habe ich vorher gar nicht gesehen, hätte ich mir mal anschauen müssen vorher. Und eine Mercedes Sprinter KLFL, also Kleinlöschfahrzeug Logistik. Ah, das ist cool, ne? So ein Special-Fahrzeug, was man sich heute mal anschauen darf. Ich würde aber sagen, bevor wir uns das KLF anschauen, gehen wir erstmal rüber zum ELW, zum Crafter 2012. Ist auch nicht mal das neueste Modell, ist auch gar nicht, ist überhaupt nicht wichtig, ne? Ist total irrelevant, weil eigentlich hat man die Fahrzeuge dazu, um Menschenleben zu retten. Und da spielt eigentlich das Baue jetzt hier gar kein, das macht gar keinen Sinn. Ne? Also wenn man jetzt ein neues hat, der super, dann ist es auch schön und toll, aber die 2012 ist noch gar nicht so lange her. Das macht auch seine Aufgaben wie ein neues Auto. Also eigentlich ist das total egal, welches Fahrzeug man hat. So, ja, also vom Innenraum gefällt mir das auf jeden Fall. Finde ich auch schön, dass wir einen großen Monitor haben im Bordcomputer. Das ist schon cool. Also das sieht richtig knorkig aus. Wir haben auch Simple IC verbaut. Ich glaube nicht an dem Fahrzeug hier, aber wir können trotzdem mal ganz kurz hier einsteigen. So, genau. Zu den Funktionen. Wir haben Blaulicht. Kann man auch nach beliebigen nochmal ändern. Kennleuchte gibt es. DBS 4000 habe ich hier. Dann gibt es hier noch, ich zeige euch die mal ganz kurz. Es gibt da so viele unterschiedliche Sachen. DBS 4000. Genau, so wie ich die jetzt habe.
mit Heckwarner ohne. Dann haben wir Kennleuchte 1, 2 DBS 5000. Das ist das abgespacete, abgeflachte Blaulicht. Hätte ich auch vorher nehmen können, aber ich fand die DBS 4000 irgendwie ein bisschen besser. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welches euer Lieblingsblaulicht ist, was man jetzt zum Beispiel auf das Fahrzeug raufmachen könnte. Aber ich fand das halt wirklich praktisch irgendwie. Das sieht cool aus, ist groß, schön. Man erkennt das auch aus der Ferne. Und dann haben wir, wie gesagt, noch den Heckwarner. Das Heckwarnsystem nennt sich das ja. Dann haben wir eine schöne Hupe. Ne, die hört sich gut an. Die hört man sicherlich auch aus der Ferne. Hört sich an wie so ein großer Campingwagen. Ja, ansonsten, Lenkrad dreht sich, VW-Lenkrad haben wir. Ich finde auch das Tacho mega, mega geil. Das hat schon so ein bisschen einen realistischen Flair. Ne? Das sieht schon extrem echt aus, das Ganze. Habe ich bisher auch noch nie gesehen im LS19. Mega, mega cool. So, ich glaube aber, der Tacho rührt sich gar nicht. Ich glaube, das ist einfach bloß ein eingefügtes Bild. Ansonsten haben wir hinten ein... Oh, das war gerade ein bisschen buggy. Einen großen Lima, einen richtig fetten Lichtmast. Den kann man auch nochmal nach beliebigen Ein- und Ausstellen, ob man ihn gerne mit am Fahrzeug haben möchte oder nicht. Das ist eure Sache. Ich probiere gerade alle Tasten durch. Ich weiß nicht, welche Taste, wie man das einschaltet. Was muss ich denn da drücken? Das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. So, also L geht auf jeden Fall nicht. Die klassische Taste, nee. Nee, das geht auch nicht. Wir können einmal hier durchschalten. Also Simple IC ist ja auch hier nicht verbaut. Na, vielleicht wisst ihr das, Leute, wie man hier den Lima einschaltet. So, aber auf jeden Fall ist der dran und der sieht wirklich gigantisch groß aus. Also da kannst du auf jeden Fall in der Nacht schön den Einsatzort ausleuchten. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, vom Ganzen, ne? So, als zweites Fahrzeug MTW, MTF. Auch nochmal hier das Gleiche. Die Sitze sind schwarz hier, bei diesem Mannschaftstransportwagen-Fahrzeug. Ansonsten VW-Lenkrad, schöner Monitor in der Mittelkonsole. So, und hier war es, glaube ich, auch so, dass wir jetzt hier Simple IC verbaut haben. Und hier kann man nämlich dann auch den Kofferraum öffnen, schließen und so weiter. Also hier kannst du wirklich alles aufmachen, so wie du das gerne möchtest. So, muss der eingeschalten sein, oder was? Ach nee, ach doch, okay. Genau, kannst du hier alles rein- und rausschieben. Das finde ich cool. Das ist mal richtig schön gemacht. Also da sieht man auch, dass die Modder auch was drauf haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schwer ist, hier so ein Kastensystem einzubauen. Aber das finde ich cool im LS19. Das ist richtig schön gemacht, dass man alles aufgereiht hat. Man kann alles ordentlich rausnehmen und wieder reinpacken. Das ist mega cool. Und was ich auch richtig schön finde, dass das Fahrzeug eine Anhängerkupplung hat. Kann man bei den großen EW auch nochmal komplett ändern. Das Trittbrett kannst du auch nochmal nach beliebigen austauschen für eine Anhängerkupplung, kannst auch gar nichts da haben, also die Fahrzeuge kannst du auf jeden Fall gut dir zurechtbauen, so wie man das halt für die hauseigene Feuerwache benötigt. Ja, und zu guter Letzt kommen wir mal zum KLF Logistik, der ist natürlich auch gut ausgebaut, Simple IC ist am Stissel, da kannst du auf jeden Fall auch alles gut benutzen. Das hier fällt mir richtig, richtig gut. Dann können wir auch hier nach hinten gehen, können hier die Klappe öffnen und schließen. Da sind auch ein paar Rollcontainer drin. Ist jetzt nicht das größte Fahrzeug, aber für so eine kleine Feuerwehr reicht das vollkommen. Ne? Also da muss jetzt nicht so einen großen Gerätewagen Logistik haben, der über die komplette Fahrzeuglänge geht. Nö. Also ich bin wirklich mal ehrlich, das reicht hier vollkommen. Also man muss ja auch nicht übertreiben. Ne? So ein kleines KLF, das macht es auch auf jeden Fall. So. Ich habe mein HUD leider ausgeschalten, also hier für das Video. Nicht wundern, dass ihr jetzt hier das HUD in der Mitte nicht seht, also das Fahnenkreuz. Ne? Das habe ich meistens ausgestellt, damit ich einfach mal das machen kann, damit wirklich alles ausgeblendet ist. Das macht sich wirklich richtig gut bei einer Mod-Vorstellung, falls euch das schon mal aufgefallen ist. Also das habe ich meistens deaktiviert. So, dann gucken wir mal rein in die YouTube-Bude. Ne? Ach, habe ich das schon mal aufgemacht? Ach so. Warte, so. Ich muss noch draußen stehen bleiben, okay, damit das richtig zugeht. Dann gehen wir mal rein. Hier haben wir ein Mercedes-Lenkrad und bei diesem Fahrzeug finde ich den Innenraum wirklich am besten. Also hier so ein großer Monitor, die Lüftung links und rechts zu sehen, Tacho auch mega geil. Also das ist wirklich Mercedes-Luxus hier. Ne? Wir haben auch hier, ich glaube, ach, das sind noch viel, viel mehr. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sitze, also Staffelkabine haben wir hier. Also ein schönes Fahrzeug, also wirklich.
So, auch hier haben wir eine schöne Hupe. Wir haben bei allen Fahrzeugen Licht. Wir haben Warnblinker, Blinker rechts, Blinker links. Und außerdem haben wir noch ein Horn. Das ist überall identisch bei jedem Fahrzeug. Also deshalb habe ich das bei den anderen jetzt auch nicht eingeschalten, weil das halt überall dasselbe ist. Und von daher muss man das ja nicht unbedingt machen. Und vom Fahrverhalten sind alle Fahrzeuge auch komplett identisch. Also da ist wirklich alles im grünen Bereich. Das fährt sich alles wunderbar. Außer hier beim ELB finde ich die Kameraperspektive ein bisschen ungewohnt. Macht aber trotzdem Spaß. Also ich würde dann eher bevorzugen, in der Innenkamera zu fahren. Das macht sich um Weiten besser, als wenn man jetzt in der Vogelperspektive fährt. Also das könnt ihr mir auf jeden Fall glauben. Also das macht sich hier ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich kann mich jetzt wirklich nicht beschweren. Ich habe jetzt bisher noch keine Fehler gefunden oder so. Weil meistens habe ich wirklich irgendwie Sachen schon vor den Videos gefunden, die mir irgendwie so ein bisschen gestört haben. Aber hier ist wirklich gar nichts. Man könnte vielleicht noch weitere Hörner einbauen. Das wäre vielleicht eine gute Variante, um die Fahrzeuge so ein bisschen aufzuwerten. Aber ansonsten bin ich wirklich überrascht. Wirklich. So, und außerdem ist der ELB auch wirklich richtig praktisch, weil die Königsberg Feuerwehr, also die Feuerwehr Königsberg, auch noch einen großen ELB sucht. Und von daher würde das Ding eigentlich locker fluffig mit reinpassen, ne? Also, es wäre schon schön irgendwie. Ich habe schon lange gesucht nach so einem großen ELW und endlich ist mal jemand rausgekommen, sage ich mal. Also eine Firma hat sich sozusagen Gedanken gemacht, hat einen neuen ELW erstellt und somit ist der auch schon somit draußen von der Feuerwehr Rheinburg. Ne, sind ja alle Fahrzeuge. Die wurden anscheinend auch nachgebaut irgendwie. Vielleicht gibt es sie auch im echten Leben identische Fahrzeuge. Das machen die meisten Modder. Ne? Habe ich schon ganz oft erfahren, dass wirklich Leute ihre eigene Feuerwache nachbauen. Sei es Gerätehaus, Einsatzfahrzeug, Einsatzklamotten. Also habe ich schon viel gesehen. Aber ich glaube, Rheinburg, ich weiß nicht, ob die so eine Fahrzeuge haben, aber könnte auf jeden Fall sein. Würde auf jeden Fall passen. Also, Hut ab erstmal an die Modder. Daumen nach oben von meiner Seite aus. Lasst mir gerne mal eure Meinung da, liebe Freunde. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Fahrzeuge findet. Alle Infos findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Da habe ich euch mal die Mods verlinkt, denn die sind kostenlos zum Download und die kann jeder von euch downloaden. Ja, ansonsten, ich muss schon wieder los. Ist der Tag für uns erstmal fertig. Also wir sind erstmal hier gut eingetroffen, munter und sicher und werden jetzt erstmal den Rücktritt antreten, die Rückfahrt antreten und ja, dann geht's morgen, wie gesagt, wieder zum nächsten Dienst und dann werden wir sicherlich bald auch schon das ein oder andere Fahrzeug sehen, was wir heute hier vorgestellt haben. Also ich bin gespannt, wie ihr entscheidet, ob ihr diese Fahrzeuge sehen möchtet in der Königsberg Feuerwehr oder nicht. Ansonsten wünsche ich jetzt euch noch einen richtig, richtig schönen Tag. Macht's gut, liebe Freunde. Lasst ein kostenloses Abo da. Abonniert mich gerne bei Twitch. Folgt mir gerne dort kostenlos. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao.